wo man da wirklich nachher sagen kann, yo, das habe ich gebaut und nicht, das habe ich mir irgendwie von irgendjemandem geklaut, ja, dann ist das schon was. Und deswegen ist Minecraft eigentlich auch so ein richtig geiles Spiel und deswegen, glaube ich, hält auch der Minecraft-Hype jetzt echt so lange an. Also, Minecraft gibt es ja also wirklich schon mehrere Jahre, also ich glaube 2 Jahre waren das oder so. Vor einem Jahr kam, glaube ich, die Vollversion raus. Oder kam dieses Jahr die Vollversion? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee, letztes Jahr kam die Vollversion raus. Ja, und davor gab es ja die auch schon ein ganzes Jahr, ne? Also 2 Jahre, Tatsache. 2 Jahre gibt es schon Minecraft und immer noch eins der meistverkauften Spiele, die es so gibt. Und ich muss echt sagen, ich kann es auch verstehen, also, ne? Deswegen spielen wir auch Minecraft schon mittlerweile das 2. Jahr. Also, ne? Ich spiele privat Minecraft schon länger. Habe ich auch damals mal gesagt. Also, ich habe schon Minecraft fast ein ganzes Jahr gespielt, nachdem es rauskam und habe da schon recht viel gemacht damals, habe dann so unterirdisch aber hauptsächlich gebaut und nicht oberirdisch, das war der Grund, warum ich oberirdisch so recht wenig Ideen manchmal habe, weil ich immer so ja von innen die Sachen vernünftig ausbaue und dann von außen dafür nicht. Da ist halt das Problem so wirklich, ich muss ja hier momentan im Let's Play wirklich alles vereinigen, also heißt es muss von innen passen, es muss von außen passen, es muss stimmig aussehen, man darf nicht allzu viel davon sehen. Und das problematisch ist am meisten noch die Zeit, die man dafür hat. Also im Let's Play kannst du ja nicht sagen, ja komm, ich verbringe jetzt erstmal 11 Stunden damit, das zurechtzubauen und quatsch mir den Hals trocken. Also das ist ein bisschen schwieriger, wenn ich Singleplayer spiele, mache ich das manchmal tatsächlich. Also dann sitze ich da echt und nimm einfach Stunden oder zock einfach mal stundenlang irgendwie und baue mir da irgendwie was zurecht, was mir dann so gefällt. Und nachher im Nachhinein reiße ich es dann meistens doch wieder ab, weil ich mir denke, so kannst du es ja nicht lassen. Ja, es ist tatsächlich so. Also ich baue oft Sachen auf, reiße sie wieder ab, um sie wieder aufzubauen. Aber oft ist das wirklich auch eine recht sinnvolle Sache, wenn man da wirklich mal so, ja, so ein paar Sachen halt verbessern kann und seinen eigenen Baustil aus dem Wind entwickelt nach so einer gewissen Zeit. Und ich muss sagen, auch nach dem Let's Show zum Beispiel hat sich das ein bisschen verändert. Dann ging das so ein bisschen so in so eine Mittelalter-Richtung rein, muss ich sagen. Also dann war so ein bisschen hier, ja, mit Holzverkleidung und dann den ganzen Stonebricks da rein. Und ich muss sagen, das fand ich schon richtig geil teilweise manchmal, die Gebäude, wie die später aussahen. Aber das Problem dabei war wirklich immer, man musste auch wirklich alles ja immer per Hand bauen. Und dann musste man auch immer gucken, man hatte da recht wenig hier Möglichkeiten, das zu variieren. Also heißt, ich baue jetzt das mal vielleicht ein bisschen anders und baue dafür das vielleicht dann so und so. Und das war ein bisschen schwierig, weil ja alles ein bisschen einheitlich sein sollte auch und einheitlich rüberkommen sollte wie so eine Stadt. Und ja, das war dann halt ein bisschen problematisch, deswegen glaube ich mal, diesmal werden wir das ein bisschen anders machen, wenn wir rumbauen. Also werden wir vermutlich die Sachen dann wirklich auch mal ein bisschen wild durcheinander mischen. Hauptsache, es sieht nach ein bisschen was aus. Und ich bin echt mal gespannt, was dabei rumkommt später. Also ein bisschen Arbeit wird es auf jeden Fall sein. Ein bisschen viel vielleicht auch, aber hey, irgendwie schaffen wir das schon, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir nur eine Woche Zeit, sondern wir haben ja wirklich 1 Jahr Zeit. Also muss ich vorstellen, wie viel Zeit das ist. Um hier wirklich mal versuchen, in der Zeit wirklich das Bestmöglichste rauszuholen, was man irgendwie machen kann. Und da lohnt sich das dann, glaube ich, schon. Also, wenn man das hochrechnet, ich glaube, ca. 20 Minuten pro Tag, das Ganze. Ja gut, momentan nur noch 11 Monate, einen Monat haben wir verpennt. Dafür gibt es irgendwann mal Doppelfolgen im Sommer, wenn ich da mal Zeit habe. Oder irgendwie im April oder in den Ferien oder so. Dann gibt es dann vielleicht mal einen Monat Doppelfolgen. Und dann gleicht sich das ungefähr wieder aus. Also, irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin, dass wir dann noch auf Folge 600 hier kommen. So, und da vorne fällt noch ein Baum. So, den hätten wir dann auch. Der hier kann vielleicht noch weg. Der kann noch weg. Der kann hier weg. Und der kann hier weg. Sonst noch irgendwelche Sachen? Ich glaube nicht. Also da haben wir hier recht viel Platz jetzt erstmal. Dann können wir uns gleich erstmal die Schaufel holen, die Äxte wegpacken. Und dann werden wir erstmal gleich ein bisschen Form reinbringen müssen. Das wird spaßig werden. Ich weiß, das war, glaube ich, damals wirklich die längste Arbeit. Also das Bäumefällen, das ging noch. Okay, ich sag nicht dazu, dass ich es frecherweise einem Kollegen überlassen habe, die Bäume wegzumachen und der hat die Hälfte abgebrannt. Aber ja, der Zimmermod funktionierte einfach damals nicht auf dem Server. Weil viele Mods einfach auf dem Server nicht funktionierten so richtig. Mittlerweile wäre das gar kein Problem eigentlich. Da kannst du ganz einfach sagen, komm, ich mach jetzt einen Server auf, ne, und dann überladen. Dann würde das schon funktionieren, eher so momentan halt nicht. Ja, Alter, unser Inventar ist voll. Und jetzt überlegt mal, wir hätten das alles per Hand abgebaut. Ach du Scheiße. Ja, da wäre nochmal doppelt so viel gewesen, wie das, was wir sowieso schon hatten. Also ehrlich gesagt, im Nachhinein bin ich froh, dass wir da ein bisschen den Tempohahn zugelegt haben und den Timmermann benutzt haben.
Aber das war's jetzt auch erstmal wieder mit Cheaterei. Den hau ich gleich wieder raus, nämlich. Den brauchen wir nämlich erstmal nicht mehr. Nur wichtig halt, dass wir jetzt einmal die Sachen hier alle haben. Und dann haben wir jetzt nämlich schon mal die Vorarbeit zumindest geleistet für das, was gleich kommen wird. Und ich sag euch jetzt schon eins, das wird verdammt nochmal dauern. Aber dafür werden wir uns hier eine richtig geile Welt aufbauen. Wir sehen echt schon, wir werden wirklich da gleich... Bis da eine Sonnenrundung komplett rumbauen. Ich werde mir die gleich vorzeichnen mit ein bisschen Dirt. Die wird nämlich da auf Höhe des Flusses, glaube ich, liegen. Dann müssen wir das nämlich hier gleich auch noch ausbauen. Dann kommt hier so eine Rundung rein, die dann hier einmal so in die Richtung ungefähr, so hier, die führt hier so schief rüber, ein bisschen mit so einer kleinen Einbuchtung dann wahrscheinlich hier in die Richtung einmal so kurz. Werde ich dann nämlich so einen Weg planen und dann hier so dran. Dann werden wir das hier nämlich auch ein bisschen verlängern und da kommt dann später unser Feld dran und das werden wir dann vermutlich irgendwann mal später machen, also jetzt noch nicht so in naher Zukunft, weil das ist echt ein bisschen zu viel, also wir haben jetzt in den letzten Tagen schon so viel abgebaut. Das nehmen wir schon wieder 17 Minuten auf, ne? Schon wieder jede Menge. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende heute. Also ich nehme ja immer noch jetzt eine Stunde ab jetzt ungefähr auf. Also nochmal ungefähr für 4 Tage Folgen. Und ich glaube, bevor ich jetzt noch mehr Zeit hier vertrödel mit rumgequatsche, werde ich jetzt mein Inventar recht leer machen. Und werde einfach mal loslegen, Erde abzubauen. Also ich weiß, hier will ich einen kleinen Weg noch anlegen. Den werde ich mir jetzt auch nämlich nochmal markieren und da wird, der wird ungefähr die Trennung werden zwischen den beiden, also zwischen dem höher liegenden und dem tiefer liegenden Bereich. Und dann können die nämlich auch schon mal raus, die kann raus, der und das kann weg. So, jetzt werden wir nämlich Schaufeln verbraten und ja, ihr könnt mir glauben, das werden ein paar mehr. Aber komm, wir werden das schon heute irgendwie schaffen, warte, ne, komm, wir holen mal für den Dirt, den wir hier kriegen. So, zack, 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 zack. Ja, jetzt wird hier heute ein bisschen gegraben in den nächsten Tagen. So, dieser Weg wird natürlich 3 breit, wie sich's für einen vernünftigen Weg gehört. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt, glaube ich, auf einer Höhe zu hoch, okay. Aber das heißt, der Weg hier wird natürlich ein tiefer nachher sein. Hier sogar 3 tiefer. Anstatt nur 2, wir gehen sowieso ein tiefer. So, und der wird dann hier nämlich durchführen. Auf einer Höhe von dem Level ungefähr. Das heißt, dann können wir eigentlich schon mal, können wir den so grob vorbereiten. Damit wir dann nämlich so eine grobe circa Dings hier haben. Weil wir müssen uns hier ja sowieso gleich durchbauen. So. Und dann müssen wir jetzt mal nämlich ganz kurz planen. Wir haben jetzt ein bisschen Dirt gekriegt. Also hier, das müssen wir erstmal ein bisschen kurz anpassen. Dass wir hier so eine vernünftige Rundung drin haben. So kann das ungefähr sein. Und so, und dann gehen wir hier mit so einer langgezogenen Rundung. Das heißt hier auch mal gerne 2 nach hinten. Vielleicht sogar 3. Dann hier wieder dafür einen rein. So. Also im Grunde immer nur so 2 oder irgendwie sowas nach hinten. So, jetzt müssen wir ein bisschen weiter in die Richtung hier gehen. Ein bisschen weiter wieder zurück, zurück, zurück. So, weil ich will versuchen, das Gebiet hier, wenn nämlich was höher liegt, ein bisschen kleiner zu halten, ruhig. Da kommen dann zwar auch ein paar Sachen drauf, definitiv, aber bei weitem nicht so viel wie auf das andere. Und deswegen, da brauchen wir eine ebene Fläche halt einfach. So, und das müssen wir nämlich gleich alles mit Dirt auf eine Ebene bringen und das wird das, ja, in Anführungszeichen Spaßige dabei. Ich versuche hier die Grenze echt mal ein bisschen so rüber. Zack, 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 zack. Da. Und dort und hier und dort und da und da und da und da. Also versuche die nicht gerade zu ziehen. Ich versuche hier einfach so ein bisschen schon Bewegung reinzukriegen. Auch wenn es halt natürlich nicht wirklich allzu einfach ist und wir vermutlich das auch nochmal alles nachher ein bisschen nachbearbeiten müssen, wenn das hier alles fertig ist, aber so weit müssen wir jetzt erstmal kommen. So, das muss nämlich dann hier auch gleich ein bisschen abfallen, da werden die Terrassenstufen, kommen dann da rein, die werden dann immer so ein bisschen breiter. Ich gehe jetzt einfach mal schon mal bis hier zum Berg und nehme den Teil schon mal, glaube ich, weg erstmal.
Wir bauen einen Berg ab, denn der muss hier weg, denn der steht im Weg. So, da vorne müssen wir natürlich auch noch ein bisschen runter. Jetzt suchen wir erstmal die Nulllinie, die müssen wir nämlich auch finden. Das ist vermutlich der Cobblestone hier, oder wir müssen sogar noch einen runter, das kann natürlich auch sein. Das Problem hatten wir, glaube ich, damals, als wir das hier gebaut haben, dass wir echt noch hier einen weiter runter mussten überall und den ganzen Cobblestone rausreißen mussten. Ja, und dass wir uns hier auch blühen. Also müssen wir wirklich einmal komplett runter. Und alles nach unten versetzen. Ach du Scheiße. Worauf haben wir uns hier eingelassen? Ich wünschte, wir würden das Ganze jetzt ein wenig anders angehen, aber naja. Na komm, wir kriegen das heute schon irgendwie hin hier. Ja, ich meine, so lange wird es nicht dauern. Also ein paar Folgen wird es schon dauern, aber dafür kriegen wir eine riesenebene Landschaft wie so einen Tisch und dann können wir darauf aufbauen wieder. Und ich gehe jetzt auch erstmal überall bis zu den Steigungen, dass wir hier die Null-Ebene alle vernünftig haben. Damit wir dann von hier aus den ganzen Rest weiterbauen können. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken, dann bleiben wir hier erstmal so weit weg, damit wir das hier gleich dann anpassen können. So, wie machen wir das hier an dem Fluss? Dann können wir vielleicht... Dann können wir den hier so einfach ausklingen lassen, so. Wenn das alles grün ist, dann wird das vermutlich auch wieder ganz anders aussehen, als wenn das jetzt hier noch so offen ist. Das meiste wird man vermutlich später sowieso nicht mehr sehen. Aber das, was man sieht, das soll natürlich auch vernünftig aussehen. Und von daher geben wir uns hier natürlich auch ein wenig Mühe, wenn wir das Ganze bauen. Um das hier einmal ordentlich hinzukriegen. Vor allem der große Vorteil ist, wir kriegen natürlich wieder Seeds ohne Ende, weil wir hier damals ein wenig mit der Baumilflasche durch die Gegend gerannt sind und alles mal einfach grün gemacht haben. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Also das war echt, das war eine Folge. Das war wirklich, das war so eine Notfolge, so, wo ich mir gedacht, komm, was machst du jetzt noch? Ja, du hast noch ungefähr 3-4 Folgen vor dir. Was machst du da? Ziehst du das Ganze ein bisschen in die Länge und deswegen habe ich mir dann einfach die Baumilflasche geschnappt und habe da einfach alles grün gemacht. Ja, so war das damals. Das waren so ein bisschen die Gründe für das etwas Begrünte hier. Aber ja, ne? Hat doch funktioniert. So, hier müssen wir dann so ein Stück reingehen vielleicht. Vielleicht auch hier schon. So, dann hier vielleicht noch so ein Stück mehr auf einmal. Bevor wir dann hier wieder rausgehen. So, so kann man es, glaube ich, lassen. Müssen wir hier aber wieder rüber. Ja, so können wir es, glaube ich, hier auch lassen. Ah, super, jetzt müssen wir erstmal die ganz obere Fläche wieder abtragen. Ach, ist das wieder schön, ist das schön. So schön, so schön, so schön, so schön, so schön. Wir graben einfach in den Dreck, 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 Dreck. So, die Nullebene, die haben wir da unten schon mal größtenteils ausgehoben. Natürlich bis da, das kommt gleich natürlich auch wieder weiter. Aber erstmal müssen wir hier das jetzt ein bisschen anpassen. Zumindest bis zu der Linie, wo wir ja sowieso gesagt haben, das muss weg. Ne, weil hier werden wir alles runtersetzen, also wirklich alles komplett. So irgendwie wie es geht. Also es ist jetzt sowieso ein bisschen egal, wie wir das hier machen. Im Grunde können wir uns das einfach alles auf einmal hier wegmachen. Wir können uns natürlich auch TNT machen, das wegspringen, aber das ist immer so eine Sache. Das habe ich damals auch mal ausprobiert. Ja, funktionierte nicht so einwandfrei, weil das TNT irgendwann ein bisschen unkontrollierter wurde und so ein kleines Loch hier reingerissen hat. Ja, das war da mehr Arbeit, glaube ich, wieder das ganze Loch auszufüllen, als das Ganze vorher mit der Hand auszuheben. Ja, so sah es aus. So. Weg da. Alter, wir haben keine Schaufel mehr, oder was? Alter Schwede, okay. Naja gut, wir haben ja natürlich auch schon ein bisschen hier was weggekriegt. Schwupp. Dort haben wir auf jeden Fall danach kein Problem mehr. Aber ich glaube, den werden wir auch wirklich brauchen. Also, ne? Ihr wisst ja, was auf uns zukommt. Und ich habe euch gewarnt. Ja, wir werden in nächster Zeit verdammt viel bauen. So, ja, das werden vermutlich 8 Schaufeln jetzt werden, die wir uns machen. Wir werden die auch alle brauchen. Also, von daher sehe ich da gar kein Problem. So, da haben wir so nämlich sogar zu wenig Stickies, also ist sogar ein bisschen übergeblieben. So.
Na, dann können wir jetzt den Teil hier erstmal wegmachen. Der muss nämlich sowieso ganz weg. Bevor wir dann da vorne gleich wieder weitermachen können.